Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob. Der ist ein bisschen außer Atem, Bob. Und willkommen zu meiner Präsentation von meinem neuen Spannungswandler, den ich montiert habe. Ihr seht Studiolicht, schön hell. Aber ihr seht hier am großen, jetzt rot, aus nichts. Studiolicht 100 bis 120, 30 Watt, hat irgend sowas, große Birne, und es brummt nichts. Aber wenn wir große Leistungen entnehmen, gehen jetzt bei diesem Spannungswandler die Lüfter an. Boah, ich habe die ganze Zeit da unten rumkrebsen müssen. Ich nehme jetzt dann übrigens mal diese Kamera, werde euch jetzt hier mal so ein bisschen was zeigen, dann wo ich das Ding montiert habe, weil dieses wuchtige Teil nicht so einfach. Ich möchte nur ganz kurz vorher was sagen. Naja, jetzt habe ich sie natürlich verbaut. Ihr habt ja gesehen, da sind diese halben Meter Kabel dabei, diese dicken. Und ich habe gesagt, ich will die auf jeden Fall verbauen. Sie sind mit dabei, also muss ich das machen. Das ist natürlich ein Konstruktionsproblem. Und zusätzlich bin ich ein Schisser, weil ich ganz genau weiß, was ich mit der Anlage vorhabe. Das heißt, ich habe mir noch ein zweites Paar Kabel bestellt. Ich habe jetzt also diesen Spannungswandler nicht hier, nicht da, sondern hier unten drin montiert. Und jeweils, ihr könnt das jetzt hier schon sehen, ein weißes Kabel hin, ein zweites weißes, rotes Kabel an die äußere Batterie und an die äußere Batterie. Es sind ja zurzeit nur noch drei Batterien und unten drei Batterien. Das heißt, ich entnehme wirklich ich habe 25 Quadrat bestellt und es ist dieselbe Dicke wie das andere, also es sind 2x25 Quadrat auf einem halben Meter. Das heißt, ich habe wirklich kurze Kabelwege, dickes Kabel, so wie ich das hier oben schon mal hatte, mit dem einzigen Unterschied, dass oben das Kabel ungefähr 1 Meter oder 1,10 Meter oder so ist und jetzt ist es eben wirklich nur noch sehr, sehr kurz. Das ist konstruktionsbedingt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber dieser Lüfter macht richtig warme Luft. Also auf 1000 Watt nicht so, aber auf 2000 Watt. Das geht ja jetzt. Das ist schön. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und dafür nehme ich jetzt mal diese Kamera in die Hand. Als erstes zeige ich es mal so. Und wenn ich dann keuche, dann bin ich gerade am Hinlegen. Kommt. Also. Ah, ich bin faul, ich setze mich wieder hin. Also hier haben wir das, den alten oder den allseits bekannten. Das ist ja mein Baby. Ich weiß gar nicht, noch nicht so richtig, was ich damit tue. Und jetzt gehen wir hier erste Etage Batterien. Und da sieht das Schmuckstück jetzt hier unten hin. Über der nächsten Etage Batterien. Und ihr seht auch jetzt hier Stecker, der darüber geht. Seht's mal nach, es sieht aus zum Studiolicht. Das ist also dran. Und weil die Frage kam, ob der Lüfter gleich angeht, der Lüfter geht nicht gleich an. Ich meine, ihr hört's ja. Ein bisschen brummt tut das Teil. Ein bisschen. Also nur zum Beweis, dass das auch wirklich dran ist. Es brummt ein bisschen. Aber nun gut. Und jetzt habe ich hier hinten mal, wir sind jetzt auf 24,9, ich habe nämlich vorhin schon mal ein bisschen getestet. Und jetzt gehen wir mal hier drauf und machen mal den Propeller an. Es passiert noch nichts. Und jetzt geht auch da der Lüfter an. Wir haben jetzt 1000 Watt, Stufe 1. Und wir sehen 24 Volt. Und jetzt, das ging vorher nicht. Da hat er nämlich immer noch Biedel, Biedel, Biedel gemacht, der Alte. Ja. Und jetzt geht hier richtig die Luzi ab. 23,4 Volt. Es ist dunkel. Und diese Konstruktion kann ich natürlich nur deswegen fahren, weil ich natürlich jetzt auch mehr PV-Leistung draußen stehen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier
eine halbe Stunde diesen Lüfter würde laufen lassen mit 2000 Watt, muss natürlich irgendwo auch eine Energiequelle mindestens 4 Stunden lang, also meine 500 Watt, die ich da stehen habe, 4 Stunden lang nachladen. Ja, da geht richtig was weiter hier. Und ihr seht das jetzt hier. Das ist ein rotes Kabel, was darunter geht, und das ist ein zweites rotes Kabel, was darunter geht. Hier völlig fest verschraubt. Geht alles da nach unten. Ja, ich zeige euch jetzt mal die andere Perspektive. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die Spannung wieder nach oben schnippt, wenn wir die Batterien wieder erlösen. Aber jetzt kann ich hier unten halt wirklich entnehmen, dass es knallt. Und sobald ich die Last wegnehme, geht also nicht nur der Propeller jetzt hier aus in dem Ding, sondern auch der Lüfter unten wieder aus. Studiolicht ist nach wie vor an, 24,5 Volt. Das geht jetzt gleich noch ein bisschen nach oben. Nicht ganz so weit, weil wir haben ja jetzt kräftig entnommen, aber das passt schon so weit. So, den Cut hat jetzt keiner gemerkt, wie ich mich hier nach unten geschält habe. Also wir haben hier die beiden Kabel, die hier nach unten gehen, daran. Hoppala. Und dann haben wir hier die beiden schwarzen Kabel. Das eine geht hier hinter an die Batterie und das andere vor an die Batterie. Die mittlere Batterie ist nicht angeklemmt, aber die wird dann einigermaßen gleichmäßig mit belastet. Ich wollte das unbedingt so, ich weiß nicht, ob man das Brummen jetzt hören kann. Ich wollte das unbedingt so haben, weil ich ja vorhabe, tatsächlich eventuell mal über längere Zeiträume große Spannungen zu entnehmen. Mir geht es ja nicht darum, hier irgendeinen Wasserkocher laufen zu lassen oder 5 Minuten die, was weiß ich, eine Mikrowelle oder so, sondern ich würde ja dann wirklich über längere Zeit große Spannungen entnehmen. Und da möchte ich ganz einfach hier auf Nummer sicher gehen. So, einen Nachteil hat die ganze Konstruktion. Ihr werdet den Spannungswandler im Prinzip faktisch nicht wieder zu Gesicht bekommen, es sei denn, ich blende irgendwo mein Bild ein. Und der zweite, also das ist ein Nachteil für euch, der Vorteil für mich ist, dass wenn das Teil hier wegkommt, ich die Kiste mit der Weihnachtsdeko viel besser rausbekomme. Ja, das ist die Kiste mit der Weihnachtsdeko, dieser Bildschirm. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich das habe, 24,8 Volt ist jetzt die Spannung wieder hochgegangen. Ist ja klar, wir haben ja jetzt satt entnommen. Das macht Spaß. Man muss nochmal anmachen. Was ist eigentlich das hier für ein Ding? Ach, für einen Propeller zum Drehen, ha? Oh, okay. Und jetzt? Man merkt es auch ein bisschen am Licht. Ah, der Propeller, also unten die Lüfter, die gehen jetzt an. Damit kann ich leben. Also was hier weitergeht, da muss natürlich die Elektronik auch gekühlt werden. Das verstehe ich vollkommen. 23,3. Oh, die unten zeigt sogar 23,1 Volt an. Das ist natürlich unter Last. Ich sage ja immer, 24 Volt oder 12 Volt bei einer 12 Volt Anlage wäre leer. Das heißt also, bei 24 Volt wäre sie leer, aber nicht unter Last. Unter Last kann das weiter nach unten gehen. In dem Moment, wo ich den Verbrauch abschalte, geht es ja wieder, oh, das kommt schön warm hier. Das ist cool. Jetzt muss natürlich immer ein bisschen Sonne kommen, dann ist das gut. Eigentlich hatte ich das Teil nur so für den absoluten Notfall. Boah, das ist ein Unterschied bei 2000 Watt. Brutal. Okay, dann machen wir es wieder aus. Dann machst du und das ist wieder aus. So, jetzt habe ich auch den Funktionstest gemacht. Da weiß ich schon mal, dass das Ding nicht kaputt ist. Werde ich jetzt natürlich noch ein bisschen länger laufen lassen, um zu testen, dass da nichts glüht oder irgend sowas. Aber wie erwartend hat natürlich hier der Solartronics-Wechselrichter genau das gemacht, was er soll. Er zieht die Leistung aus der Batterie, wandelt die um und genauso funktioniert das auch. Nur nochmal, ich lese es hier nochmal vor, irgendwo steht das. 1800 bis 2000 Watt. Sagen wir jetzt mal, das Ding verbraucht wirklich nur die 1800 Watt. Dann haben wir hier Minimum nochmal die 100 Watt von der Birne, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben gerade eben das System so richtig schön schwitzen lassen, 24,7. Klar, das geht natürlich jetzt nicht komplett wieder zurück, weil ja immer noch gezogen wird. Aber das Ergebnis ist doch cool. Ich bin zufrieden.
Wer so ein Ding will, ich pack's euch wieder unten in die Videobeschreibung. Es muss ja nicht der dicke sein. Also der große, ich mit 2500 ist fast die größte Baureihe. Da gibt's noch 3000 und 4000. Der hat dann 8000 Watt Spitze. Das ist mehr wie, wenn ihr 4000 Watt entzieht, das ist ja mehr wie eine normale Schuko-Steckdose mit 16 Ampere abgesichert ist. Wahnsinn, das muss ein kloppiges, brauche ich nicht. 2500 Watt, ich bin happy. Wer einen braucht, unten in der Videobeschreibung sind die Infos dazu. eBay und Amazon, alles cool. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar, ist wohl gut für den Algorithmus. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.